Schirm? Okay, thanks for your patience. Herr Oettinger, werden Sie sich in Ihrer Funktion als Digitalkommissar für das Recht auf Vergessen im Internet einsetzen? Und wenn ja, wie wollen Sie verhindern, dass etwa folgende Informationen aus Versehen gelöscht werden? Ihre Ausführungen zur Nazi-Vergangenheit von Hans Filbinger, Ihr Vorschlag, das Motorradfahren auf öffentlichen Straßen komplett zu verbieten, dass Ihre Freundin ein Einkaufscenter auf dem Gelände von Stuttgart 21 errichten will, Ihr legendärer Tübinger Ausspruch, wörtliches Zitat, das Blöde ist, es kommt kein Krieg mehr, dass Sie mittelalterliche schwäbische Inkunabeln verhökern wollten. Was ist das überhaupt? Und dass Sie Ihren Führerschein mit 1,4 Promille abgeben mussten. Wie wollen Sie verhindern, dass das aus dem Internet verschwindet? Könnten Sie die Frage bitte auf Englisch beantworten? Ich habe die Absicht, den Fragen zu folgen, aber Ihre Befehle nur eingeschränkt zu akzeptieren. Das Recht auf Löschen und Vergessen im Internet ist ein Kommissionsvorschlag. Da waren Sie in Brüssel noch nicht aktiv. Ein Vorschlag der Kollegin Redding, den wir als Kommission gemeinsam verabschiedet haben. Deswegen stehe ich dazu und will ihn weiter unterstützen, weil ich glaube, dass dies ein Grundrecht ist des Menschen, dass er dort, wo Daten und Fakten gespeichert sind, die nicht von öffentlichem Interesse sind, ein Löschen und damit ein Vergessen beantragen und erwirken kann. Das ist der Gegenstand unseres Vorschlags, der Ihnen bekannt ist. Ansonsten, Inkunabeln sind historische Gegenstände, die damals von einem Fürstenhaus aus Baden-Württemberg zum Verkauf angeboten werden sollten. Der Fall ist längst erledigt. Ich habe meinen Führerschein vor einem Vierteljahrhundert verloren. Das stimmt, seitdem nicht mehr, dazu stehe ich. Und da dies in Zeitungen stand, wird es nie vergessen werden können. Denn Menschen wie Sie werden sich daran erinnern. Das respektiere ich. Wer in der Politik ist, muss sich mit seinen Erfolgen und Misserfolgen lebenslang messen lassen. Thank you, Mr. Commissioner Designate, for clear answer. And now it was a second round of questions. All the political groups and non-attached as well. Now the next questions. Mr. Antonio Tajani.